Hallo und herzlich willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Mein Name ist Steffi Hesse und das sind die Themen der Woche. Brahms auf der ganzen Welt zu Hause. Minister gratuliert zu 25-jährigem Jubiläum und Sommerfest im Burgerpark. Brahms auf der ganzen Welt zu Hause. 35 Chöre aus 13 Nationen feiern gemeinsam das internationale Johannes Brahms Chorfestival und Wettbewerb 2015 in Wernigerode. Interkultur und die Stadt Wernigerode begrüßen vom 15. bis 19. Juli Chöre aus aller Welt und Chorliebhaber zum 9. internationalen Johannes Brahms Chorfestival und Wettbewerb in der bunten Stadt am Harz. Das Festival zeichnet sich seit 1999 durch ein immerwährendes Konzert- und Weiterbildungsprogramm aus. Dem Namenspatron des Wettbewerbes, Johannes Brahms, und den deutschen Romantikern des 19. Jahrhunderts ist dabei ein Schwerpunkt gewidmet. Gestartet wurde das Festival am 15. Juli mit einem Freundschaftskonzert im Kloster Drübeck mit chinesischer und russischer Chormusik. Nach Beratungskonzerten mit internationalen Chorfachleuten und ersten Proben für die Chöre fand dann im Halberstädter Dom das traditionelle Benefizkonzert statt, dessen Erlös in diesem Jahr in die Restaurierung der Orgel in der St. Martini-Kirche fließt. Der Wettbewerb um den begehrten Großpreis sowie die Verkündung der Preisträger des 9. Internationalen Johannes Brahms Chorfestival und Wettbewerb finden am Samstag wieder in der Stadtfeldhalle auf dem Marktplatz statt. Bei der anschließenden Chorparty können Chorbegeisterte Kontakte zu Sängerinnen und Sängern aus allen Teilen der Welt knüpfen und alte Freundschaften pflegen. Das Abschlusskonzert am Sonntag, dem 19. Juli um 10 Uhr in der Stadtfeldhalle Wernigerode, setzt den Schlusspunkt zum 9. Internationalen Johannes Brahms Chorfestival und Wettbewerb und lädt alle Chöre ein, beim nächsten Brahms-Festival 2017 wieder mit dabei zu sein. Minister gratuliert zu 25-jährigem Jubiläum der Wiedergründung. Wirtschaftsminister Hartmut Möllring hat den Stadtwerken Wernigerode zum 25-jährigen Firmenjubiläum gratuliert. Die Stadtwerke Wernigerode sind ein wichtiger Arbeitgeber und Investor für die Region. Sie stehen für Versorgungssicherheit, technische Kompetenz und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Seit der Wiedergründung 1990 hat sich das kommunale Unternehmen positiv entwickelt. Heute versorgen die Stadtwerke rund 50.000 Privat- und Gewerbekunden im Raum Wernigerode mit Energie und Trinkwasser. Zudem hat sich das Unternehmen auch als Energiedienstleister etabliert und bietet unter anderem Heizkostenabrechnung, Straßenbeleuchtung und die Wartung von Transformatoren an. Zu dieser positiven Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren gratuliere ich den Stadtwerken, sagte der Minister auf der Festveranstaltung in Wernigerode. Möllring betonte zugleich die Bedeutung der kommunalen Energieversorger im Land für das Gelingen der Energiewende. Stadtwerke sind ein Motor für den Umbau unseres Energiesystems. Ihr energiewirtschaftliches Know-how ist bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort unverzichtbar. Die Stadtwerke Wernigerode beschäftigen derzeit rund 100 Mitarbeiter und haben nach eigenen Angaben seit 1990 mehr als 180 Millionen Euro in die Versorgungsnetze sowie in eine umweltschonende Energieversorgung investiert. Seit Anfang 2015 beliefert das Unternehmen alle landeseigenen Liegenschaften mit Erdgas. Gesellschafterin der Stadtwerke ist zu 100% die Stadt Wernigerode. Der Internationale Bund und das Wernigeröder Internationale Netzwerk luden am 4. Juli zu einem Sommerfest in den Burgerpark ein. Sie sehen nun ein paar Impressionen und der komplette Beitrag folgt demnächst. In Zusammenarbeit mit Burgerpark und Internationalem Bund. Das Sommerfest, das kulturelles Sommerfest für alle Bürger in Wernigerode. Wernigerode interkulturelles Netzwerk existiert seit 2011. Seit der Begründung organisieren wir sehr viele Begegnungen. Unsere Ziele sind es, die Einheimischen und die Zugewanderten zusammenzubringen, die Möglichkeit ihnen geben, Begegnungen zu machen, voneinander Kultur zu erleben und kennenzulernen. Und der Fluss wird uns lernen, auf den Sturm sich klar und es fällt nicht mehr schwer. Schlagen alle Türen zu, hältst du deine mir auf. Schlägt die eine Tür zu, geht ne andere auf. Nach dem Tal kommt ein Fluss und der Fluss wird als Meer, nach dem Sturm sich klar.
Noten aus dem Stadtfeldgymnasium. In diesem Mietshaus von mir seit einem Jahr sind wir wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich so liebe und unser Haus wir fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses Ehrenwertehaus. Lauter! Guantanamera,
Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira. Wernigerode interkulturelles Netzwerk steht für alle offen und wir freuen uns auf Zusammenarbeit. Wer mitmachen möchte, sei herzlich willkommen. Sie können uns auch kontaktieren über www.wernigerode-interkulturelles-netzwerk.net. Grundschüler bekommen neue Computer. Kurz vor Beginn der Sommerferien begrüßten Schulleiter Wolfgang Berge und die Schülerinnen und Schüler der Grundschüler bekommen neue Computer. Kurz vor Beginn der Sommerferien begrüßte Schulleiter Wolfgang Berge und die Schülerinnen und Schüler der Ganztagsgrundschule Stadtfeld gleich eine ganze Abordnung der Hochschule Harz in ihrem Computerkabinett. Rektor Prof. Dr. Armin Willingmann kam gemeinsam mit Ulrich Zock, Laboringenieur für Rechner und Servicetechnik, und dem neuen Leiter des Rechenzentrums Michael Hoffmann, um die kurz zuvor in Betrieb genommenen 20 voll ausgestatteten Computer offiziell einzuweihen. Die Geräte waren zuvor an der Hochschule Harz ausgemustert worden. Wir freuen uns, die Grundschüler mit 20 Apple Mac Pro Geräten zu unterstützen. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Computertechnik in der Hochschullehre sind sehr hoch. Unsere Ausstattung muss da Schritt halten, so dass regelmäßig Neuanschaffungen für den Studien- und Laborbetrieb nötig werden, erklärt der Hochschulleiter. Das hieße jedoch nicht, dass die vorhandene Technik unbrauchbar sei. Schulleiter Wolfgang Berge freut sich ebenfalls. Durch die Unterstützung der Hochschule Harz ist es nun schon zum zweiten Mal gelungen, unsere Schule trotz geringer finanzieller Ausstattung so mit Computern auszurüsten, dass schon Erstklässler sinnvoll an diese Technik herangeführt werden können. Mit den Jahren werden sie immer sicherer und bewusster, zum Beispiel im Umgang mit den Möglichkeiten des Internets. Willingmann betont die enge Zusammenarbeit, die beispielsweise im Rahmen der jährlichen Mathe-Olympiade schon seit etwa 20 Jahren gelebt wird. Über das Frühstudierendenprogramm, das Schnupperstudium, diverse Projekte und die Veranstaltungen der Studierendenberatung bestehen ebenso vielfältige Verbindungen. Harzer Tourismusverband feiert 111-jähriges Jubiläum. Der Harz ist der Leuchtturm für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Die wahrscheinlich schönste und mit Sicherheit vielseitigste Reiseregion in Mitteldeutschland wird bei Urlaubern immer beliebter. Der Harz ist mit den Themen Natur, Kultur und Spaß heute hochmodern und überzeugt mit einer großen Angebotsvielfalt aus Wandern, Klettern, Radfahren oder Skilaufen. Dies ist auch das Ergebnis der erfolgreichen länderübergreifenden Vermarktung. Das betonte Wirtschaftsminister Hartmut Möllring auf der Festveranstaltung zum 111-jährigen Jubiläum des Harzer Tourismusverbandes in Wernigerode. Gemeinsam ist man stärker. Wer die touristischen Angebote einer Region bündelt, der schafft einen deutlichen Mehrwert für Besucher und damit auch für die heimische Wirtschaft. Dies hat man im Harz sehr früh erkannt und vor 111 Jahren den Tourismusverband gegründet. Heute ist die einheitliche Vermarktung wichtiger denn je. Im Wettbewerb mit anderen Mittelgebirgen unterscheiden Urlauber nicht nach Ost- oder Westharz, das Angebot muss stimmen. Deshalb ist es wichtig, dass das touristische Tagesgeschäft beim HTV weiterhin von grenzenloser Zusammenarbeit geprägt ist. Auch hier ist nach der Wende zusammengewachsen, was zusammengehört, sagte der Minister. Forschungsförderung neu gedacht. Vor über 2 Jahren wurde an der Hochschule Harz das Application Lab eingerichtet. 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen seitdem nicht nur die Professorinnen und Professoren in Wernigerode und Halberstadt, sondern auch viele Unternehmen aus der Region bei Vorbereitung und Entwicklung gemeinsamer Forschungsprojekte. Die Aktivitäten reichen von der Projektdefinition über die Suche nach geeigneten Unternehmenspartnern bis zur Sicherung der Finanzierung. So wird eine Infrastruktur geschaffen, über die Forschung und Entwicklung realisiert werden kann. Das innovative Konzept hat sich bewährt. Der Initiator des Application Labs erläutert: Wir konnten mehr als 200.000 Euro an Forschungsmitteln für die Hochschule und ihre Institute und nahezu 1 Million Euro für die zahlreichen Partner aus Wirtschaft und Verwaltung einwerben. Mit der Einrichtung dieses dienstleistungsorientierten Zentrums für Forschungsförderung beschreitet die Hochschule Harz neue Wege. Ziel ist es, mit einem ausgeweiteten Serviceangebot auch in Zeiten knapperer Drittmittel von Bund, Land und Europäischer Union vor allem Industrieunternehmen als neue Kooperationspartner zur Einwerbung von Forschungsgeldern gewinnen zu können, erläutert Hochschulrektor Prof. Dr. Armin Willingmann die Idee zur Gründung des Application Labs.
Die Resonanz aus der Wirtschaft ist ebenfalls positiv. Zuletzt beteiligte sich das Team des Application Labs intensiv an der Erarbeitung einer Demografie-Innovationsstrategie, die im Rahmen eines BMBF-geförderten Projekts entstand. Neben den Programmen auf der Landes- und Bundesebene ist auch die Einwerbung von EU-Fördermitteln und Stiftungsgeldern zentral. Das Application Lab wird aus Mitteln des Kompetenznetzwerkes für angewandte und transferorientierte Forschung des Landes Sachsen-Anhalt finanziert. Weitere Informationen sind stets aktuell unter www.hs-harz.de. Hochwasser 2013, rund 1 Milliarde Euro Schaden. Rund 1 Milliarde Euro Schaden hat das Hochwasser 2013 bei den Kommunen des Landes verursacht. Das geht aus der Hochwasserstatistik des Landesverwaltungsamtes hervor. Bis zum 30. Juni 2015 konnten die Kommunen in Sachsen-Anhalt Anträge für Fluthilfe beim Landesverwaltungsamt stellen. Mit Ablauf der Frist konnte nun erstmals die Zahl der eingereichten Anträge und die angemeldete Schadenssumme benannt werden. Jetzt haben wir eine genaue Antragszahl und eine Schadenssumme und wissen somit, welches Antragsvolumen zur Bearbeitung noch vor uns liegt. Rund 2/3 haben wir bereits geschafft, doch die umfangreichen und komplexen Maßnahmen, die liegen noch vor uns, erklärt der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Player am Rande einer Bilanzpressekonferenz zur Fluthilfe. Inzwischen sind die Kommunen bei der Antragstellung so versiert, dass sich diese in Zusammenarbeit mit unseren Sachbearbeitern sehr gut eingespielt hat. Wir rechnen demnächst zudem mit einem deutlichen Anstieg bei den Mittelabforderungen seitens der Kommunen, da jetzt im Sommer die Bauphasen einsetzen. So Player weiter. Mit den Geldern konnten und können Brücken, Straßen und Gebäude saniert, Schäden an Vereinsbauten, kulturellen und sozialen Einrichtungen wie Kitas oder Altenheime, Schäden an Hochwasserschutzanlagen und viel mehr beseitigt werden. Kreissportbund Harz übernimmt Aufgaben der Sportförderung. Rückwirkend zum 1. Januar 2015 übernimmt der Kreissportbund Harz die Aufgaben der Sportförderung vom Landkreis Harz. Konkret wird der KSB die Sportförderrichtlinie des Landkreises Harz umsetzen, das heißt, die Sportvereine und Verbände beantragen und erhalten künftig die Zuwendung direkt vom KSB Harz. Davon ausgenommen sind die Förderung von investiven Maßnahmen für den Sportstättenbau sowie die Schulwettbewerbe Jugend trainiert für Olympia, die weiterhin beim Landkreis Harz zu beantragen sind. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten kürzlich Landrat Martin Skiebe und KSB-Präsident Henning Rühe im Halberstädter Landratsamt. Der Landkreis Harz und der KSB verfolgten gemeinsam das Ziel, den Breitensport in den KSB Harz organisierten Vereinen, insbesondere den Kinder- und Jugendsport, zu fördern. Zur Umsetzung dieser Zielstellung besteht bereits eine langjährige, gute, konstruktive und zielführende Zusammenarbeit, welche unter anderem bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen wie Harzer Sportspiele, Sportabzeichentag, Sportlerehrung und so weiter für öffentlich zum Ausdruck gebracht werden. Der Landkreis Harz stärkt mit dieser Vereinbarung die Eigenverantwortlichkeit und die Leistungsfähigkeit des KSB Harz und des organisierten Sports im Landkreis Harz. Kindermonat in Osterwiek war ein voller Erfolg. Der Juni wird vielen Kindern der Einheitsgemeinde Stadt Osterwiek lange in Erinnerung bleiben, denn es war der erste Kindermonat. Als Projektidee der Zukunftswerkstatt entstand ein Monat voller Angebote für Mädchen und Jungen. Kinder brauchen Möglichkeiten, die Welt zu entdecken, Erfahrungen zu machen und dabei ihre Begabung und Potenziale zu entfalten. Der Kindermonat bot unzählige Gelegenheiten dazu. Den Auftakt gestaltete das Dadesheimer Stadtorchester mit einem Kinderkonzert. Es folgten unter anderem Feuerwehraktionstage, Sportfeste, Radtouren, Kräuterwanderungen und Bienenerlebnistage, Probestunden in der Musikschule sowie Schnupperangebote im Fitnessstudio. Für jeden war etwas dabei. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und fuhren mit dem Bildungsbus von Osterwiek zur Kinderhochschule nach Wernigerode. Großen Anklang fanden auch die Kindersprechstunde beim Ortsbürgermeister Ulrich Simons sowie die Kinderstadtführung durch die Osterwieker Altstadt. Ein besonderes Dankeschön gilt den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Vereinen, Unternehmen, Kirchen und Verwaltung der Einheitsgemeinde, die gemeinsam mit dem Projektteam der Zukunftswerkstatt den ersten Kindermonat in Osterwiek auf die Beine stellten. In der Zukunftswerkstatt widmen sich der Landkreis Harz, die Hochschule Harz sowie engagierte Partner der Frage, wie es gelingen kann, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern unsere Kommunen nachhaltig und lebenswert zu gestalten. Und das war's auch wieder mit Break. Ich gebe nun ab an das Wetter.